So, herzlich willkommen zurück. Nein, du. So, Frage ist jetzt, opfern wir hier noch ein bisschen Geld? Warte mal ganz kurz. Wir haben einmal, also hier würde ich Geld bezahlen. Boah, viel mehr gibt's ja nicht. Weil die ganzen Sachen mit Click Damage, da würde ich jetzt nicht unbedingt primär drauf gehen, weil ich meine, die Aufnahme ist ja gleich vorbei und bis morgen. Ne, ist ja. Das Spiel ist ja zu denn. Das heißt, wir sollten vielleicht doch langsam mehr auf Idle gehen. Und ja, ich weiß, wir haben letztens gemerkt, aktiv spielen ist definitiv effektiver, gerade in den hohen Leveln. Aber ich habe halt, wie gesagt, absolut keinen Bock, den Browser die ganze Zeit offen zu haben. Von daher. Ich schätze mal, wir lassen das Ganze so, wie es jetzt ist. Ich würde halt höchstens noch unsere Goldis hier erhöhen. Aber da ist ja wiederum die Frage, wie viel bringt das? Weil das bringt während des Items auch nicht viel. Weil wie gesagt, das sorgt ja nur dafür, dass wir schneller kaufen können. Aber wenn ich will idle, dann kommt ja niemand. Von daher würde ich vielleicht doch für sogar auf den hier gehen. Na, 2E6. Nee, das ist definitiv viel zu teuer. Ha! That's a good question. Hey, lass mir erstmal so bitte. Das bleibt alles so wie es ich. Oh, schon hat er 33%. Holt also ganz schön auf. Möchte auch sein. Prozent einfach. Holy shit. Ich hatte zwischen dem beiden ist echt ganz schön Stechen, ne? Upgrades sollten wir jetzt eigentlich alle haben. Ja. Shell, bin ich aber gespannt, bis zu welchem Level wir diesmal kommen. Ich meine, wir haben jetzt immerhin schon Level 900 erreicht. Ist schon gar nicht mal so schlecht. Können wir auch bald tatsächlich wieder transzenden. Für 19 Stück lohnt sich auf jeden Fall. Und wie gesagt, es wird noch mehr. Ne? Also, dann starten wir wahrscheinlich die nächste Woche tatsächlich direkt mit der Transcension. Hier kam keine neuen hinzu, das ist alles so geblieben wie es war. Tja. Also, wie gesagt, das hier werden wir auf jeden Fall machen. Das hier war schon am wichtigsten, klar. Ne? Deswegen haben wir es ja auch das Klick gemacht, weil ne, gerade für die ersten Transcension macht das ja auf jeden Fall schon Sinn. Das Ding möchte ich auch mindestens auf Level 10 haben. Und den hier muss ich dann immer gucken, ne? Weil der wird halt sehr teuer. Genauso wie der. Das heißt, bei den beiden wird dann immer geguckt, ja, wie am effektivsten. Vielleicht werde ich mich auch darauf einpendeln, dass die beide quasi das gleiche Level haben. Tja, und ansonsten die unteren hier alle.
Können wir auch immer mal ein paar Level geben. Wobei die drei hier erstmal gar nicht. Die werden nur später dann wichtig, wenn es wirklich sehr hohes Level irgendwann gibt. Primär am Anfang wichtig sind vielleicht die beide hier. Gerade am Anfang ist Kumawakamaru halt sehr wichtig, der wird dafür dann später wiederum unwichtig. Da hatten wir letztens gesehen gehabt, dass der Kumawakamaru irgendwann so effektiv war, dass wir einfach bis in die allerletzten Level minus 30 Gegner hatten. Ja, und das ist eine komplette Verschwendung. Aber wie gesagt, gerade für den Anfang, ihn erstmal hochleveln. Leider kann man den nicht runterleveln. Man kann halt nur respecken. Wo war das? Das hier? Nee, genau hier. Und dann quasi alles neu verteilen. Könnte man natürlich auch machen, klar. Aber sowas mag ich eigentlich echt ungern. Also, nee. Nee. Ich habe übrigens jetzt, by the way, auch letztens eine Quelle gefunden von dem Internet, wo ich mir jetzt so aus historischen Gründen mal die ganzen alten Versionen gedownloadet habe von Clicker Hero. Also, quasi ab Version 1E0, nee, ab 1E1 quasi alle Versionen. Also, ist ja jetzt der 1E12 und es ging ja runter bis 1E1. Und davor gab es ja auch noch Versionen, aber die Version 1E1 war quasi die erste Version mit Transcenden. Davor gab es halt nur normal Ascenden. Ja, aber wie gesagt, ab der Version 1E1 habe ich jetzt quasi alle Versionen bei mir lokal auf dem Rechner. Finde ich ganz cool. Ich bin also keiner Nostalgiker, der auch gerne von Programmen ältere Versionen spielt, einfach mal um zu gucken, wie sie so Programme entwickelt haben. Ja. Wollte ich nur gerade erwähnt haben, warum auch immer. Ah, siehst du, schon hat 38%. Und wie gesagt, er ist noch nicht mal bei Level 1000. Ich glaube, wir bleiben jetzt davor, ist so, dass wir bei Frostleaf und bei Masked Samurai bleiben. Aber wenn wir wirklich später irgendwann merken, okay, den ganz hohen Level bringt Masked Samurai nichts mehr, dann wechseln wir halt komplett auf Frostleaf, beziehungsweise kommen wir dann irgendwann ja auch in den Bereich, wo wir dann unten zu den Monstern wechseln. Wer war das überhaupt hier? Ich habe immer mal mit ihm hier begonnen, oder? Oder war habe ich mit ihm hier immer begonnen? Nee, doch, ich habe mit ihm begonnen, genau. Ich habe quasi alle übersprungen, solange bis ich zu ihm kam und bin erst dann quasi von Frostleaf auf Wupfertwett oder wie der heißt, da gewechselt. Genau, der hier hieß Lucy oder irgendwie sowas? Lucky, Lucy und der hieß Wupfertwett. Irgendwie so. Ja, ich bin mal gespannt, wann die nächste Version kommt, wo es dann auch neue Helden gibt. Weil in meinem Hauptspiel stand, da bin ich ja immerhin schon bei ihr. Ja. Da kommen dann bald, für mich dann bald die Brüder hier. Naja, und da gibt es nicht mehr so viel, was da noch kommt. Gut, allerdings spiele ich auch mit meinem Hauptspielstand Spielstand nicht mehr so aktiv, einfach weil es halt ewig dauert. Das heißt, ich werde auf dem Niveau, wo ich gerade bin, auch jetzt eine ganze Weile lang festsitzen. 280.000. Ach, da hat man. Ah, ganz cooler Name. Vielleicht benutze ich den öfters mal irgendwo. Xenor klingt gar nicht mal so schlecht. Das gewisse Xi. Das Xi, das die Welt verändert. Ja. So. 85% Alter. Wie die beiden halt immer hin und her schwanken, ne? Je nachdem, wer zuletzt dieses Malfira-Upgrade bekommen hat. Das ist schon nicht schlecht.
Tja, ich frage mich nur ganz ehrlich, ich meine, das Spiel wird ja offensichtlich noch aktiv entwickelt, ne? Weil Version 1.E12 ist jetzt nicht so alt, das kam ja dieses Jahr jetzt raus. Irgendwann im Mai oder so? Ja doch, genau, im Mai. Ne? Also ist gar nicht mal so lange her. Was heißt, das Spiel wird immer noch sogar aktiv entwickelt. Jetzt ist halt die Frage, wenn es wirklich noch aktiv entwickelt wird, kommt denn vielleicht doch noch eine HTML-Version raus? Ne? Zum Beispiel in Version 1.E13, dass es dann ab 1.E13 dann HTML-basiert ist. Weil ich meine, das kam hier im Mai 2020 raus, also dieses Jahr. Und Chromium zum Beispiel meckert jetzt schon, weil in diesem Jahr, jetzt 2020, im Dezember glaube, wird Flash eingestellt. Das heißt, die Entwickler wissen eigentlich, dass sie quasi jetzt gegen eine Mauer rennen. Das Einzige, was ihnen übrig bleibt, ist quasi das Spiel noch bis 2020, also bis zum Ende zu entwickeln und dann einfach einzustellen. Oder aber vor Dezember die Kurve zu bekommen. Also wäre es eigentlich naheliegend, dass sie in einer der späteren Versionen auf HTML umschwenken. Also HTML5. Umschwenken. Bin ich echt mal gespannt, was da noch passiert. Ah, Alter, wie hier schon wieder sowohl hier als auch da scrollt, ist ja. Aber wenigstens nicht so wie früher, die ganz alte Version, wo sich die gesamte Seite mit gescrollt hat. Einfach weil es jetzt keine Seite mehr gibt, ist ja nur noch hier. Ne? Ja. Ach, ich weiß noch unsere allerersten Aufnahmen. Oh Gott, Alter. Aller Anfang ist schwer. Definitiv, alle Anfänge schwer, aber sowas von du. Oh. Not bad, not bad. Da kommt er bald in den 1000er-Bereich, ne? Ist ja gar nicht mal so viel. Geil. Joa, ansonsten mehr gibt es jetzt eigentlich nicht, ne? Wir haben jetzt soweit eigentlich alles gemacht. Ah, das heißt dann auch für mich, dass ich dann jetzt erstmal, ich muss sowieso gucken. Ich habe jetzt 12 Aufnahmen gemacht. Das heißt, ich werde vielleicht diese 12 Aufnahmen alle innerhalb einer Woche veröffentlichen, also quasi 2 Folgen pro Tag. Und werde dann ab nächste Woche quasi auch 2 Folgen pro Tag machen, sodass ich quasi, weil jetzt habe ich ja 12 Aufnahmen innerhalb von 2 Tagen gemacht. Aber dass ich dann jetzt quasi so wechsle, dass ich jetzt sage, okay, pro Tag nur noch 2 Aufnahmen, die dann auch quasi pro Tag 2 Aufnahmen veröffentliche, muss ich gucken. Muss ich sowieso gucken, weil... Ah ne, alles gut. Nee, was? Ja eben, ich muss ja jetzt, ist ja jetzt, ich bin jetzt quasi schon fast im Rückstand. Das heißt, ich muss jetzt trotzdem nochmal eine Woche vorpuffern. Ja gut, das heißt, ja doch. Wahrscheinlich werden diese 12 Folgen jetzt mit einer Folge pro Woche, eine Folge pro Tag. So rum. Nein, doch, genau, eine Folge pro Tag. Alles gut. Erschienen sein, tun, machen. Heute ist Mittwoch. Ah genau, dann nehme ich nämlich am Freitag dann wieder Mindtest und Doom auf. Da müsste ich quasi genau richtig im Plan liegen. Jetzt bin ich gerade raus. Warte mal ganz kurz. Genau doch. Gott, Alter. Muss ich ja gucken. Auf jeden Fall, wenn wir denn lange Rede gar keinen Sinn. Wie gesagt, wie die jetzigen Folgen rauskommen, wisst ihr ja sowieso bereits, weil die sind ja für euch bereits öffentlich. Aber wir werden uns irgendwann mal für euch in der nächsten Woche oder sowas drauf einpendeln mit 2 Folgen pro Tag. So dass ich quasi immer eine morgens aufnehme und eine abends aufnehme. Dann habe ich quasi immer so ungefähr 12 Stunden zwischen jeder Folge. Das sollte dann eigentlich passen.
Und wie lang denn die Folgen werden, ist dann je nachdem abhängig, wie viel passiert, ne? Aber wie gesagt, dafür werde ich auch zwischen den Folgen nichts machen. Also auch der Browser wird geschlossen, das Spiel idelt nur. Weil das mit dem Browser die ganze Zeit offen haben, habe ich keinen Bock drauf. Echt nicht. Also überhaupt gar nicht so. 16% nur. Du wirst abbestellt. Weg. Tschüss. Spaß. Jutschen, dann würde ich mal sagen, hallo, Musik zu Ende? Oh, Playlist ist zu Ende. Ich brauche dringend mehr Musik, Alter. Ich habe zwar jetzt schon, ne, 42 Lieder, aber man merkt, das reicht immer noch bei weitem nicht aus. Das Problem ist halt, bei YouTube, du musst dir jedes Lied einzeln downloaden, das ist so scheiße. Hab keinen Bock mehr. Warum gibt es von YouTube nicht einfach auch eine Online-Playlist direkt von YouTube? Wo weiß nicht, einfach so als YouTube-Playlist, alle die da drinne sind. Dann kann ich einmal den Link kopieren und mit J-Downloader alles als einen Block runterladen. Das wäre halt viel einfacher. Aber nein. Ah, scheiße. Was soll's. Jutschen. So, Rubine, haben wir noch 200. Ja gut, da müssen wir auch gucken, ne? Weil mit den Rubinen. Weil da können wir wirklich nur noch während der Aufnahmen Rubine sammeln. Was dann natürlich nicht mehr so viele sind, logischerweise. Heftig. So. Auch nur scheiße. Ah ja, nee, doch, geht schon. Nicht wirklich, eigentlich nein. Bringt gar nichts. Weil es sind vier Level, nee, zwei Level sogar nur. Und welches Level hat er? 200. Also, es bringt genau gar nichts. Wie eh und je. Einfach komplett useless. Diesen Tab könnt ihr ruhig entfernen. Ne, also, den Tab komplett entfernen, den Tab überarbeiten, dass die ein bisschen nutzvoller sind. Gerade im späteren Spielverlauf bringen die halt einfach gar nichts mehr. Und wie gesagt, den Tab, den kann man komplett entfernen. Der nervt immer nur, weil hier immer diese Ausrufezeichen erscheint. Ja, und bringt, wie gesagt, keinen einzigen Vorteil. Im früheren Spielverlauf, da hast du hier noch nichts. Vor allem hast du da auch noch keine Fortschrittscore. Das heißt, du kannst die auch nicht weiterentwickeln. Die bringen dir also genau fast nichts. Und im späteren Spielverlauf bringen sie dir genau gar nichts. Also, ne? Muss mathematisch auszudrücken, entweder geht es gegen 0 oder es ist 0. Also, kann man es doch weglassen. Meine Meinung. Oha, siehst du, schon hat er 67%, weil er jetzt die Level 1000 überschritten hat. Und damit jetzt auch anfängt, sehr effektiv zu werden. Nice. Das ist nicht schlecht. Das ist echt geil. Finde ich voll geil. So, mal schauen, was er jetzt ein Level abbekommt. Wie groß er denn im Spiel geschehen ist. Da. Schinkte der Ruh. Mache er hinne hier. Bam. Schwankt also zwischen 2 Drittel und 1 Drittel. So, wechseln sie sich quasi von der Effektivität her beide ab. Nice. Nicht von der Effektivität her, sondern vom Anteil an den Gesamt-DPS. Wechseln sie sich ab. Finde ich korrekt. Kann man machen. Kann man auf jeden Fall machen. Vielleicht sollten wir doch mal hier dieses Golden Click doch auch nochmal skillen. Aber wie gesagt, Golden Click ist halt das, was am Anfang am meisten bringt, weil du da halt beides effektiv, beides erhöhen kannst. Sowohl die Dauer als auch die Effektivität. Und gerade dieses Gold pro Sekunde, das kann man halt relativ stark erhöhen sogar.
Aber das machen wir dann frühestens aber ab der nächsten Ascension. Je nachdem wie lange, also wie gesagt, erstmal gucken, ob die nächste Ascension überhaupt eine Ascension ist oder ob wir dann gleich transzenden. Muss ich mal gucken. Wahrscheinlich werden wir dann demnächst direkt wieder transzenden. Oh. Mal schauen. Gut, dann soll es jetzt für die Folge auch erstmal gewesen sein. Mehr passiert ja erstmal eh nicht. Von daher würde ich dann einfach mal sagen. Wie stark seid ihr eigentlich ohne Klick? Ah, immer noch Instakel, was auch irgendwo wohl klar. Na, wobei, die Kombo geht dann ja gleich weg. Mal gucken, wie stark unser Team ohne Kombo ist. So komplett mit Idlen. Ich meine, ich gehe zwar davon aus, dass wir immer noch Insta killen, aber einfach mal die Werte an sich benutzen. Also jetzt haben wir 2E62 DPS. Mal gucken, wie viel wir damit in Idlen haben. Das Wichtige ist ja, man hat ja kurzzeitig sowohl, man hatte kurzzeitig beides, also sowohl die Combo. Also, wenn man jetzt aufhört zu klicken, hat man kurzzeitig die Combo und auch den Idle-Bonus. Weil quasi der Idle-Bonus früher einsetzt, als die Combo aufhört. Außerdem muss ja die Combo auch erstmal runterfahren. Deswegen hat man kurzzeitig, siehst du jetzt zum Beispiel 1E63, oder? Nee, kann sein, dass er die Combo noch anzeigt, aber sie gar nicht mehr gilt. Weil wir hatten gerade 2E62. Jetzt wird es dann mehr. Nani? Okay. Also haben wir jetzt ungefähr das 100-fache? Warum wird es immer mehr? Ach, ich bin doch bescheuert. Weil die Dinge hier noch aktiv sind. Gut, dann nochmal hier. Ja, so kann man es natürlich wunderbar vergleichen, wenn hier noch die Dinger weiterhin ansteigen. Ist ja voll intelligent hier, Ronny. Du dummes Stück Scheiße, du. Fisch. So, jetzt haben wir 564. Jetzt können wir mal gucken. So, 1,65 ungefähr. 1,65 ist ein guter Wert, damit kann man gut rechnen. So, dann warten wir jetzt nochmal, bis jetzt der Idle-Bonus wieder einsetzt. Dann macht es nämlich sogar Sinn, dass die 5 hier sind, weil die spielen ja auch beim Idle eine Rolle. Dank dem Naganut. Nagasaki. 1,65. Da bin ich auch gespannt. Warum haben wir eigentlich mehr Click-Damage als Idle, als DPS? Lol. So, 2,65. Mal gucken, ob es noch so bleibt. Kann man eigentlich noch die Fische hier abholen oder ist denn der Idle direkt wieder raus? Okay, Idle bleibt drin. Sehr schön. Na komm schon. Vielleicht braucht jetzt die Kombo zum Abbauen. Oh, die schöne Kombo. Die gute alte Kombo. Vielleicht ist er weg. Avididachi. Ich könnte auch einfach das Spiel speichern und neu laden, dann ist die Kombo auf jeden Fall weg. Boah, Herr im Himmel! Langweilig. Mache er hinne. Muerte, was ist los mit dir? Ich komme mir gerade vor, wie so ein NPC in irgendwelchen Computerspielen einfach random irgendwelche Sätze sagen.
Aber wie lange bleibt die Kombo da? Erstmal Kaffee trinken. Könnte man irgendwie mal als Challenge machen, ne? Einfach so, wer macht beim Trinken am meisten Krach? Einfach so ein Megafon ranhalten, so. Sag mal, wie lange gilt die Kombo? Weißt du, vorhin, ne? In einer letzten Aufnahme, wo wir da diese komische Clan-Geschichten da gemacht haben und der einfach diese Autoklicker da weggenommen hat, ohne dass wir es gemerkt haben. Da war die Kombo innerhalb von 3 Sekunden komplett weg, ja? Wo wir es nicht gemerkt haben. Und jetzt, wo wir es wollen, dass die Kombo weggeht, da lässt sich einfach mal 3 Jahre Zeit. Was ist denn los hier? Das gibt's doch gar nicht. Das Spiel hat echt was gegen mich. Ach man ey. Langweilig. Ach. Also langsam nehme ich das jetzt hier gerade persönlich, ne? Also es ist ja hier, was ist denn los? Verdammt nochmal. Ah, endlich. Okay, DPS bleibt gleich. Was zur Hölle? Warum sind Click-Damage, aber DPS nicht? Okay, das macht überhaupt keinen Sinn. Das heißt, als er von 1 E65 auf 2 E65 gesprungen ist, da hat er die Kombo quasi schon direkt komplett verworfen. Aber beim Click-Damage scheinbar denn nicht. Das ist ja interessant. Gut, dann speichere ich jetzt wieder ganz kurz und lasse mal direkt neu, weil ich will einfach mal sicher gehen, gerade. Das kommt mir gerade ein bisschen seltsam vor. Ja, bleibt immer noch gleich. Lol. Das finde ich ja... Okay, das heißt, wir haben im Idle gerade sogar mehr Stärke als im Aktivspiel. Und das, obwohl wir hier noch kein einziges Level drin haben. Nice. Das finde ich korrekt. Das kannst du auf jeden Fall machen. So, erstmal hier wieder schön hochschieben hier. Hochschieben hier. So, und dann würde ich mal sagen, das war's dann für diese Folge. Da sehen wir uns tatsächlich nächste Folge wieder. Und bis dann. Oh, ich spreche euch nochmal, einfach just for fun, because I can und so weiter und so fort. Lalala. So, und schieben. Steuerung W funktioniert nicht? Willst du mich verarschen? Ach. So. Feiern jetzt hier. Gut. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.